Bei israelischen Angriffen im Norden des Gazastreifens sind der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA zufolge mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. 80 seien bei den Angriffen auf mehrere Häuser in Beit Lahia am Samstag verletzt worden, berichtete die Agentur unter Berufung auf medizinisches Personal. Eine unbekannte Zahl von Menschen werde unter den Trümmern vermutet, hieß es weiter. Israels Luftwaffe meldete, sie habe erneut eine Kommandozentrale der islamistischen Hamas im Gazastreifen angegriffen. Diese habe sich im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens in der Stadt Gaza in einem Gebäude befunden, das früher eine Schule gewesen sei, hieß es. Die Kommandozentrale habe Hamas-Terroristen zur Planung und Ausführung von Anschlägen auf Israels Truppen und den Staat Israel gedient. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Unterdessen ist in Israel ein LKW in eine Bushaltestelle in der Nähe eines Militärstützpunktes gefahren. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag nördlich von Tel Aviv. Dutzende Menschen seien verletzt worden, 4 davon schwer, teilte der Rettungsdienst mit. Die Polizei bestätigte den Vorfall und sprach von vielen Verletzten. Nähere Angaben zum mutmaßlichen Hintergrund machte sie zunächst nicht. Die Umstände würden zunächst untersucht.